Jetzt darf ich kurz einspielen, weil auch der Herr Dr. Belski befindet sich nicht unter uns, sondern auch in Graz, aber er hat uns eine Sprachnachricht, eine Videonachricht mit offenem Mund dagelassen. Danke, bitte abspielen. Hallihallo ihr Lieben, jetzt nach 6 Monaten Pandemie muss man zu PCR, zu 5G-Impfen und zu vielen, vielen anderen Themen nicht mehr viel sagen, denn man findet sehr viel und gute Literatur. Für jeden, den es interessiert, der kann sich hinsetzen und nach ein paar Stunden Recherche weiß er eigentlich, woran er ist. Aber was wir uns immer wieder in Erinnerung rufen sollen und müssen, und das hat man sehr schön jetzt in Berlin gesehen, eines hat uns Berlin gezeigt: Liebe und Friede siegt immer. Wie ist das gemeint? Ja, es waren dort ein paar Polizisten, die sind ausfällig geworden. Ja, es kam dort zur Polizeigewalt, aber ja, in guter Erinnerung sind die Menschen nämlich hier geblieben, die sich nicht provozieren haben lassen. Und das ist das Allerwichtigste. Seine Meinung vertreten, keinen Zentimeter von der Erkenntnis weichen, aber gleichzeitig das Ganze mit Liebe gestalten. Ich gebe immer dieses Beispiel, ein kleines Kind, das bei Rot über die Ampel laufen will. Und das kleine Kind sieht auf der anderen Straßenseite den Fußball und versteht nicht, wieso er vom Elternteil gehalten wird. Es versteht die rote Ampel nicht und es tritt Mama und Papa und spuckt vielleicht. Aber Mama und Papa halten das Kind liebevoll. Und sobald die Ampel grün ist und keine Gefahr mehr droht, wird das Kind in aller Liebe losgelassen. Und man lächelt ihm nur nach. Mit genau der gleichen Energie müssen wir all jene Menschen abholen, die vielleicht unbewusster sind, die vielleicht noch wirklich Angst haben vor dem Virus oder die sogar gezielt bei dieser Pandemie mitspielen. Denn ein Muster hat sich bewährt. Wahrheit gewinnt immer. Und Liebe hat noch nie jemanden geschadet. In diesem Sinne, alles Liebe. Hallihallo ihr Lieben, jetzt nach 6 Monaten Pandemie muss man zu PCR. Super, jetzt müssen wir schauen, dass wir das noch abbinden. Vielen, vielen anderen Themen nicht mehr bitte sagen. Denn Video beenden. Sehr viel und gute Literatur. Für jeden, ja, den es interessiert, der kann sich hinsetzen und nach ein paar Stunden Recherche weiß er eigentlich, woran er ist. Aber, dass wir uns immer wieder in Erinnerung bringen. Wie, das laufende Video bitte beenden. Super, also. Wir sehen, wir haben schon einige Ärzte auch auf unserer Seite vor Ort, die eh schon kämpfen.